herzlich willkommen zu einem neuen Video. Türchen Nummer 9 wird geöffnet. Ja, meine Haare stressen mich, das Ringlicht genauso, aber egal. Wir machen das Video trotzdem. Und zwar wollte ich heute ein Let's Talk About machen. Einfach mal darüber quatschen, was ich mit Weihnachten verbinde, warum ich Weihnachten feiere, was mich an Weihnachten stört, was ich schön finde. Einfach mal drauf losquatschen, in der Hoffnung, dass die Zeit schnell vorbeigeht. Oh Mann. Okay, wir fangen einfach an. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr am Ende einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und dann legen wir los. So, Frage Nummer 1. Warum feiere ich Weihnachten? Beziehungsweise, was verbinde ich mit Weihnachten? Weihnachten, beziehungsweise Heiligabend, ist ja Geburt Jesu. Ich persönlich glaube nicht an Gott, als auch nicht an Jesus. Dennoch ist es eigentlich ein schöner Grundgedanke, diese Geburt zu feiern. Im Kreise der Familie, um bei dem Thema Familie zu bleiben, ich mache gerne meiner Familie eine Freude, unter anderem mit Geschenken. Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie und Weihnachten ist halt so die Zeit, wo sich meine Familie halt zusammenfindet. Ich meine, gut, bei mir ist es zwiegespalten, weil väterlich und mütterlicher Seite. Es tut hier aber jetzt nichts zur Sache. Meine Eltern sind getrennt und ja. Ich verbringe wirklich gern Zeit mit meiner Familie, was auch mein Grundgedanke hinter dem Ganzen ist. Tatsächlich gehen wir sogar Weihnachten in die Kirche. Also ich tatsächlich, obwohl ich absolut gar kein Kirchengänger bin, ich mag es einfach nicht. Nein. Unter anderem, weil ich eben nicht daran glaube. Was verbinde ich noch mit Weihnachten? Warum feiere ich es? Ja, das Thema Geschenke, es hat einfach Überhand genommen, finde ich. Weihnachten ist immer noch da, um Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Mit, mit Freunden, Familie, etc. Und nicht einfach nur bloß Konsum, Konsum, Konsum. Das ist meine Meinung. Natürlich dennoch kaufe ich Geschenke und verschenke sie. Das ist klar. Und gerade meine Geschwister, die in einem Alter gerade einfach sind, wo sie sich nur auf die Geschenke fixieren, kriegen von mir genug. Wirklich genug. Trotzdem wird, das ist schon, seitdem ich mich daran erinnern kann, ist es so, dass bevor es die Bescherung gibt, wird und sich um den Baum gestellt, gesetzt und einfach 3-4 Liedchen gesungen, gebetet. Und gebetet wird eigentlich nur so erst, seitdem mein Stiefvater mit dabei ist, aber gebetet wird ganz am Anfang davor wird natürlich noch gegessen. Also es wird erst gegessen, dann gibt es die Bescherung und dann, also vor dem Auspacken dann, wird gesungen, gebetet. Wir haben das dann immer so gemacht. Immer einer nach dem anderen, so reihum. Und dann ging es halt immer wieder von vorne los mit der Reihe. So, dass jeder halt mal drankommt mit Auspacken und nicht nur der alles auspackt, dann der, dann der, dann der, dann der. Ich persönlich habe immer zum Schluss gemacht. Also ich war die Letzte in der Reihe. War dann aber auch ganz witzig. Ich hatte halt auch nicht so viele Geschenke, beziehungsweise vom Wert her das Gleiche für meine Geschwister, aber halt nicht so viel, weil ich eben älter bin. Ich brauche andere Sachen, ich brauche kein Spielzeug für, was weiß ich, wie viel Geld. Ich tendiere halt dann eher zu anderen Sachen. Klar freue ich mich auch selber darüber, wenn ich Sachen geschenkt bekomme. Freut sich jeder darüber, aber wie gesagt, an Weihnachten geht es für mich nicht nur um Geschenke und Konsum.
Dann wollte ich noch darüber reden, wann ich so anfange zu schmücken. Diese Strähne nervt mich. Jetzt habe ich sie erwischt. Oh nee, doch nicht. Jetzt. Naja, egal. Ignorieren wir sie einfach. Genau, wann ich das Schmücken anfange. Ich wollte eigentlich die Woche schon anfangen. Es ist die Woche. Wir haben heute den 17.11. Mittwoch. Ja, das Video ist vorgedreht. wollte ich schon schmücken. Aber da hat meine Teamkollegin, sage ich jetzt mal, meine beste Freundin, gemeint, nein, mach das noch nicht, man schmückt noch nicht so früh. Da habe ich sie gefragt, wann sie denn schmückt. Sagt sie immer das erste Adventswochenende. Also warte ich bis zum ersten Adventswochenende. Ist ja nicht mehr lang. Ist ja schon. Nächste Woche? Ja, nächstes Wochenende ist es, glaube ich, schon. Und dann schmücke ich da. Dann nehme ich euch natürlich auch mit. Wie gesagt, die Videos sind teilweise echt vorgedreht, weil wir es sonst nicht schaffen würden, alle Videos zu drehen und zu schneiden. Genau, mein Baum schmücke ich am Ende unseres Christmas Countdowns. Also es kommt ziemlich spät, aber dennoch rechtzeitig vor Heiligabend. Ja, was will ich noch sagen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung mehr, was ich noch sagen wollte. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf Weihnachten. Andererseits, ich brauche diese kalte Jahreszeit halt nicht, ne? Also, was ist das für Musik, die im Hintergrund läuft? Das ist ein Weihnachtsalbum, aber der redet da gerade nur. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich brauche diese kalte Jahreszeit halt einfach nicht. Ich meine, klar, es ist schön, es ist nicht ganz so warm, aber es ist auch, es ist halt sehr arschkalt, ne? Ich bin eher so der Typ Mensch, der Herbst und Frühling bevorzugt, nicht zu warm, nicht zu kalt. Dennoch würde ich mich auch mal wieder über eine weiße Weihnacht freuen, tatsächlich. Das ja durch diese Erderwärmung nicht immer wirklich, also was heißt nicht immer wirklich nicht der Fall ist. Der Schnee, der fällt, wenn er fällt, ist scheiße. Drücken wir es einfach beim Namen aus. Es ist einfach scheiße. Ja. Was bevorzugt ihr? Winter oder Sommer? Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr so mit Weihnachten verbindet. Ob es für euch mehr die Geschenke zählen oder die Zeit mit eurer Familie. Würde mich auf jeden Fall interessieren und mich freuen, wenn ihr dran bleibt bei den nächsten Videos. In diesem Sinne, tschüss.